Einen wunderschönen guten Tag, meine Atomulatos. Ton verändert, war in der Türkei, hat sich komplett ausziehen lassen. Ich erwähne nur einmal, Lackschuhe für 160 Euro hat er sich geholt. Den Zuschauern empfohlen, sich nicht scammen zu lassen. Mein wunderschöner Bruder, du wurdest nicht gescammt, du wurdest ausgezogen bis Unterhose. Du hattest noch diese Blatt von Dschungel an dein, ihr wisst schon. Aber unser Bruder ist wieder zurück, hat was Interessantes hochgeladen, denn es geht um eine OnlyFans-Creatorin. Ich bin gespannt, wer die Person ist, was sie tut für Aufmerksamkeit, weil anscheinend sollte ich das auch machen, damit ich Geld verdiene. Von daher, bleibt aktiv, bald kommt mein OnlyFans. Ich will Geld machen, deswegen fange ich mit OnlyFans an. Okay. Ton verändert. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin bereit. Wir sind alle bereit. Wir sind immer bereit für dich, Baby. Komm und setz dich auf mein Gesicht. Ich bin back, Mann, Digga. Ich bin wieder zurück, Mann. Zurück aus der Türkei nach minus 7 Millionen Euro. Ich bin wieder da mit einem neuen Video und ich bin wieder mit so einem Video da, wo ihr dann, keine Ahnung, danach ein Buch lesen müsst oder sowas, um euren Verstand zu... Zum Glück kann ich nicht lesen, sonst müsste ich immer Bücher lesen. My tippies, though. Ja, Mann, so wie der da hinten guckt, habe ich würde anders schauen. Ich auch geschaut. 107.000 Likes. 4. Was ist das für tote Video in Waschmaschine? 60.000 Likes. 55.000 Likes. War, ist doch nicht, die tanzt doch nur, Junge. Ja, und die Kommentare, Digga, da will ich gar nicht anfangen, Digga. Smartex, wie alle gucken. Ja, Mann, Digga, wie alle gucken. Denkst du, die gucken dahin? Oder die gucken doch nur bestimmt, weil die da irgendwelche Hampelmann-Videos dreht. Nein, die gucken auf ganz andere Sachen, mein bester Ton verändert. Ich weiß, du wurdest in der Türkei abgezogen. Du hast keinen Kopf mehr dafür, aber vertrau mir. Diese Reaction ist nur für dich. Ich fange auch bald mit OnlyFans an. Und dann mache ich auch solche Videos. Benedikt. Carsten Benedikt, mein Bruder. Du bist ein Kämpfer, ein Löwe bist du. Du bist ein Macher. Kommentier bei mir auch bitte, Carsten. Yes. Oh mein Gott, Carsten, was hast du getan? Carsten, wenn das die Sibylle sieht, dann knallt's. Das sag ich dir. Wenn das die Sibylle sieht, dann bist du am Arsch. So crazy right now. Carsten, was ist das? Ja, sie wird es bestimmt sehen. Und auch dein Emil. Bruder, danke, dass du mein Emil bist. Ja, danke, dass du nicht irgendwie, keine Ahnung, ihr oder sein oder irgendjemands Emil bist. Danke, dass du mein Emil bist, Digga. Dein Emil, der Opa so, ui. Ich glaube, Real Talk, Digga, der Opa hat sich einfach nur gedacht, Junge, damals, ja, damals, als ich so alt war wie die und ich im Laden war, da gab es sowas noch nicht. Jetzt, Digga, gehe ich in den Laden und irgendwelche Hampelmänner drehen da Videos. Ja, ich drehe auch Videos. Was ist dein Problem? Was ist das Problem jetzt? Darf man keine Videos drehen in Einkaufsläden? Im Supermarkt. Naja, darf ich vorstellen. Daisy Blue, meine Freunde. Oder auch Jame, Liz, Jelly Bean, Brains, wie auch immer, Digga. Die hat 7 verschiedene Namen. Und sie hat auf TikTok 4,1 Millionen Follower. Tschüss, Bruder. Nur 4,1 Millionen Follower. Ich kämpfe seit 5 Jahren, dass ich 12.000 Follower knacke auf TikTok. Und auf Instagram. Seht ihr? Ihr werdet erfolgreich, wenn ihr euch zeigt. Einmal weiblich sein. Rede. Rede. Wenn ich eine Frau wäre, ich wäre die reichste Frau auf dieser Welt. 3,5 Millionen. Natürlich, wenn ich ein anderes Aussehen hätte. Follower. Sie ist eine richtig coole Influencerin, oder? Ja, okay, was mache ich euch vor, Digga? Sie macht, dreimal könnt ihr raten, ne? Spicy Hot Pics und so. Ja, ja, Mann. Und ihr Instagram-Profil. Wo kriegt man die Bilder? Ein Banger, Digga. Da steht einfach nichts. Da steht einfach nur ihr Name für den blauen Haken wahrscheinlich. Und dann einfach darunter so ein Link, so jellybeanbrains.com. Da gehst du drauf, Digga. Und ey, Angebot, Jungs, Angebot. Begrenztes Angebot. Für 31 Tage 10 Dollar. Minus 50% Rabatt für Tage 31. What? Was ist das für eine Bio? Angebot. Begrenztes. Watch me get. For free, hundreds of tapes for free, up on entry, come watch me get... Angebot, minus 50% Rabatt für Tage, 31, watch me to get for free... Der hat Abo, ich sehe das. Das ist eigentlich so verstörend, ja.
Den sehe ich da drinne. Dass Instagram sowas nicht blockt oder sowas. Du kommst auf so eine Seite, ohne irgendwas überhaupt zu bestätigen müssen oder sowas. Du kannst dich einfach durchklicken, Digga. Und du bist dann so von Instagram, von einer Seite, wo du so, keine Ahnung, so Hundebilder angucken kannst, auf einer Seite, wo du, ja, sie sehen kannst, wie sie get und so. Na, und ich habe keine Ahnung, wie viel Geld man wirklich mit OnlyFans verdient. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ganze ausrechnet. Aber ich weiß, wenn man da so oben so ein bisschen guckt, na, sie hat 3200 Posts, sie hat 400 Videos. 461 Videos, wo die gejumpt wird. Und Videos habe ich gar nicht mit einberechnet, aber sie hat 2,33 Millionen Likes. Und diese Likes, ne, die kriegst du halt auf diese Bilder, die du da postest. Und es ist so, dass du diese Bilder da posten kannst für die Leute, die abonniert haben. Da zahlst du so 20 Euro im Monat, also in ihrem Fall jetzt 20 Euro. Oder du nimmst halt das Schnapper-Angebot, Digga, und zahlst halt nur 10. Aber viele OF-Influencer bieten dann neben ihrem Abonnement noch so Bilder an, die man dann für Geld angucken kann. Also dann kostet dann so ein Bild, wie sie halt, ja, ne, ihr versteht, 20 bis 200 Dollar. Oder ich glaube, für so ein Video, wie sie, keine Ahnung, ihr versteht, ne, ich will das hier nicht weiter erläutern, wie sie irgendwas macht, zahlt man dann halbe Niere, Mann. Das ist teurer als Tank. Und mit Tank kann ich wenigstens noch was machen. Und ich habe das Ganze so mal ein bisschen ausgerechnet, aber legt euch da nicht fest, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich bin da kein Gebiet drin und das ist einfach nur ganz, ganz, ganz grob und ganz schwammig. Ich habe da einfach irgendwas reininterpretiert. Also, keine Ahnung. Aber bei zwei... Ey, Walla, wenn da jetzt steht 5, 6 Millionen, ich fange mit Dings an, glaube ich. 3,3 Millionen Likes auf 3,2k Beiträge kommst du so ungefähr auf 728 Likes pro Beitrag. Also gibt es jetzt so grob ungefähr 728 Personen, die da für diesen Beitrag Geld ausgegeben haben. Entweder die haben halt, keine Ahnung, für einen Monat 20 Euro bezahlt, dann kommst du so auf 14.000 Euro im Monat. Das ist ein bisschen zu wenig für eine OF-Influencerin, Creatorin oder wie auch immer. Aber wenn da Warum ist das wenig, Junge? Jedes Bild mindestens 20 Euro kostet, für 20 Euro ein Bild gekauft haben, ja, und ja, 3000 Beiträge, dann bist du entspannt bei 46 Millionen. 46 Millionen, nur weil die Bilder postet von sich? Ich mach Geschlechtsumwandlung, ist mir scheißegal. Ich fange danach mit OnlyFans an. Und ich glaube, da sind wir eher dabei. Und mal abgesehen davon, von meiner Rechnung, ja, sind so Sachen wie mit Leuten chatten und Exklusivbilder und sowas noch gar nicht drin. Ich kann mir Real Talk vorstellen. Und ich glaube, da übertreibe ich auch gar nicht, wenn ich denke, die hat schon so, keine Ahnung, über 100 Millionen damit gemacht. Ich habe mir so ein ganz cooles Video... Ey, das ist so krank, ne? Wie einfach es ist, einfach Geld zu verdienen. Keiner wird für dich zahlen, doch, ich werde mich operieren lassen. Ich habe Video von Celtics angeguckt, da ging es auch darum, wie das ganze Business irgendwie so funktioniert und so weiter. Das ist echt ein gutes Video und die verdienen da halt schon im Monat so 60 Riesen. Oder das sind Millionen. 60 Riesen, dafür, dass du von dir selber Bilder postest, ich kann nicht mehr. Nähere, Digga, für was studiere ich? Die müssen nur ein bisschen so machen und die kriegen Geld. Ja. Und ich denke, diese 40 bis 100 Millionen ist auf jeden Fall ein Wert, den wir annehmen können. Weil sonst würde sie nicht solche Videos hochladen, wo sie ihre Autos kaputt macht. Lamp! Spray paint! Ich glaube nicht, dass sie das gerade tut. Mache ich auch so jeden Tag. Also ich habe tatsächlich schon mal über sie ein Video gedreht, da hat sie ihren Cybertruck komplett bombardiert. Da hat sie mit einem Gewehr drauf geschossen. Tesla Cybertruck eh tot. Ja, okay, aber guck dir das doch mal an, Alter. Die haben das Ding komplett geschrottet. Die hat ihren Lamborghini geschrottet und so weiter. Da gibt es auch so Videos, wie sie auf der Windschutzscheibe rumtanzt und das Ding kaputt gemacht hat. Oder wie sie auch auf ihrem... Oder wie viel Geld muss die haben, dass sie sowas einfach macht? Wenn die sowas macht, heißt das, die kann sich locker am Tag 10, 15 Lambos kaufen. Durchlöcherten Cybertruck tanzt und solche Sachen einfach. Also die hat Autos einfach wirklich demoliert. Für Klicks. Jetzt tatsächlich habe ich gesehen, dass sie auf TikTok nicht mehr solche Videos dreht, ja, wie sie Autos kaputt macht, sondern nur irgendwie so leicht kaputt macht. Also nur mit irgendwas beschmiert ist. Also ich habe gesehen, die hat ein neues Auto sich geholt. Porsche GT3 RS. Absolut. Wow. Das ist so ein geiles Auto. Guter Traumwagen, finde ich voll geil, Digga. Aber was sie mit dem Auto macht... Ganz ehrlich, Digga, schenkt. Was hat die da gemacht? Ganz ehrlich, Digga, schenkt. Wie ehrenlos kannst du sein? Bitte gib mir dieses Auto. Ich werde zufrieden mein Leben lang. Dreh doch einfach mir, Junge. Dreh doch einfach so ein Video so, I give away my Porsche GT3 RS to a random guy. Und dann bin ich da so random, der random guy. Ich krieg, du hast Content für Video, ich hab einen Porsche und alle sind glücklich. Do you want? Und ich habe so gelesen, die hat ein bisschen viel Hate dafür abbekommen, dass sie ihre Autos kaputt macht. Aber ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach viel zu
zu teuer oder sowas und ihr OnlyFans-Manager hat dann so gesagt, so, hey, yo, you have to überdenk das Ganze nochmal. You have to überdenk das Ganze nochmal. Weil sonst hast du zu viele Ausgaben, wenn du jeden Tag eine Windschutzscheibe reparieren musst. Aber das Ding ist einfach, wenn du so eine Creatorin... Stell dir vor, das sind random Autos, ja. Ja, dann juckt dich der Hate gar nicht. Das Ganze funktioniert wie so ein Filter. Du postest einfach jeden Schrott ins Internet, wie du irgendwelche Autos kaputt machst, wie du ein bisschen tanzt und so weiter und so fort. Das war ja ihr Hauptcontent, so ein bisschen dancy-dancy und so, ein bisschen you know, you understand. Und das Ganze funktioniert, wie gesagt, wie so ein Filtersystem. Die Leute, die sich das angucken und sich denken, wow, geil, Digga, die gehen dann eh schon auf diese Webseite und die Leute, die haten, ja, die haten halt einfach. Die pushen den Algorithmus. Also juckt der Hate sie überhaupt gar nicht. Mann. Sie Junge, normal juckt dich der Hate nicht bei der Kohle, Junge. Sie macht Cash, ja, sie macht Cash. Sie lädt das Ding da hoch, Digga, das macht 7 Millionen Klicks und 1000 Leute sappen halt rein für 20 Euro. Und dann hat sie mal kurz 20.000 gemacht. Und es ist auch der Grund, warum reiche Menschen immer reicher werden, weil die kommen auf solche Ideen. Ich könnte jetzt auch einfach ein YouTube-Video drehen, wie ich ein Auto kaputt mache. Aber ich habe halt kein Geld, Mann. Und die hat so 1 Million. Die denkt sich dann so, yo, man, okay, ich mache einfach noch mehr Cash aus der 1 Million. Ich kaufe mir einfach ein Auto, mache etwas, was kein normaler Mensch machen würde. Ich mache es kaputt, lade es hoch und mache damit... Ja, da seht ihr mal, mit was für eine Scheiße man Geld verdient. Ohne Spaß, das ist krank. Spielt Blackjack, nur dass sie alle Karten... Wallah, manche gehen 40, 50 Jahre arbeiten, haben Monatslohn fertig und andere machen Autos kaputt, kriegen 1 Million. Wenn ihr immer kennt, na, und habt ihr euch jemals gefragt, wie es eigentlich so als außenstehende Person aussieht, wenn jemand so OF-Content produziert? So. Ich weiß nicht warum, aber es sieht so billig aus. Ey, es sieht so billig. Tonfender, mach auch bitte, ich kauf dann. Ich sub bei dir rein. Und das nennen die Arbeit. Mann, die stellen... Bitte mach, ich kauf OnlyFans von dir. Einfach so ein Stativ, was die bei Amazon gekauft haben für 15 Euro. Die stellen es dahin, nehmen ihr iPhone, drücken auf Recording, machen ein bisschen so. Ey, das ist Arbeit, Bro, das ist Arbeit so. Während andere so 8 Stunden Schichten gehen, die so... Neue Lamborghini ist drin. Und nein, ich bin nicht neidisch, weil sie so viel Geld macht und ich nicht, weil ich keine OnlyFans mache. So, ich, okay, gut, ich könnte keine OnlyFans machen, weil wer will meinen Arsch angucken? Jetzt sei mal ehrlich. Ich, bitte, bitte, bitte. Bitte, Tom Fendert. Mach OnlyFans für mich. Mann, wer will sowas sehen? Behaarte. Mir geht's einfach darum, darüber habe ich auch schon mal in einem Video geredet. Das ist die unterste Okay, 24 Tim ist raus. Ab sofort gehen wir nur noch auf Tom Fendert. Es ist raus, ich habe mich verliebt in ihn. Stufe, die du machen kannst, ja, um Geld zu verdienen. So, dieses ganze Produktion und OnlyFans und das ganze Bitte mach OnlyFans, bitte, ich will abonnieren. Das ist einfach so, dass du hast Potenzial, du kannst irgendwas machen, du bist kreativ, du weißt was ich, nimm einen normalen Job nicht unbedingt, ja, mach dich selbstständig, wie auch immer. Aber dann kommst du auf so eine Bahn. So, und ich weiß, du machst damit einen Haufen Cash, Digga, du kannst keine Ahnung, eine Insel kaufen von dem Geld, aber hey, es ist einfach so menschenherabwürdigend, es ist einfach so, man sieht dieses Video und ich cringe mich halt, weißt du, es ist so, boah, weiß nicht, Bro. Weil ich denke mir, wenn ich Content Creator sein möchte, dann will ich jemand sein, an den man sich so im Positiven erinnert. Das stimmt aber auch. Also der Unterschied ist einfach, wenn man jetzt Influencer nimmt, die kein OnlyFans machen, die haben ja angefangen, weil es denen Spaß macht und so, versteht ihr? Mir macht es auch Bock, zu streamen, dies zu machen, das zu machen. Aber manche machen das nur für Geld. Ich auch. Der Motto so, ey, yo, kennst du? Deswegen fange ich auch OnlyFans an. Den, ja, Mann, der dreht voll die coolen Videos. Und nicht so, ey, kennst du die? Ah, ja, das ist die, Digga, die Auto kaputt macht und nur zeigen kann. Ja, voll die. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Sagt das einer, verdient die währenddessen 500.000 Euro. 700.000 Euro. Klar, marketingtechnisch haben die da alles auseinandergenommen, weil es einfach funktioniert. Ja, die Ragebaiten, die nehmen einfach irgendein Thema, Leute reagieren drauf, finden es komisch, warum macht die ein Auto kaputt, warum tanzt sie mit Stöckelschuhen auf dem BMW. Aber es ist einfach Bullshit, da ist nichts dahinter. Das Video ist einfach Trash, es ist Nonsense, es macht einfach keinen Sinn. Und ihr ganzer Account besteht draus und die macht mehr Geld als jemand, der, keine Ahnung, ein YouTube-Video, ja, ich bin der Doofe, Digga, ich drehe darüber noch ein YouTube-Video. Aber die macht mehr Cash als jemand, der sich einfach hinsetzt, ein YouTube-Video dreht, das Ganze noch schneidet, das Thema recherchiert und so weiter und so fort. Ja, Bruder, mit bisschen so wie krass, Bruder. Diese Welt ist crazy, Mann. Diese Welt ist wirklich crazy. Ja, was haltet ihr von der Thematik? Was haltet ihr von Daisy Blooms Jelly? Also, die ist mir eigentlich scheißegal. Du bist mir wichtig, Baby. Ton verändert. Bitte.
Heirate mich. Lass uns Kinder zeugen. Ey, Ton verändert. Mein wunderschöner, sexy Baby, Ton verändert. Ich liebe dich. Schreib mir Instagram. Deine Videos sind geil. Du bist geil. Ich bin geil. Lass uns zusammen geil sein. Damit beende ich das Video. Danke fürs Zuschauen. Ton verändert. Schreib mir. Match.